Fünf deutsche Top-Hengste werden im Jahr 2023 als Stallions debütieren. Allen voran Torquato Tasso. Die Decktaxe des Arc-Siegers wird im Gestüt Auenquelle 20.000 Euro betragen. Nerium wird im Darwin-Stud in Frankreich decken. Denerik steht künftig im Vollblutgestüt Lindenhof. Darius Racings Roubaillard wird im Gestüt Ola Weierhof aufgestellt. Lavello wird im Arras du Lion in Frankreich decken. Die klassische Siegerin November hat ihre Rennlaufbahn beendet. Nun wird sie in die Mutterstutenherde ihrer Besitzer vom Gestüt Brümmerhof aufgenommen. Als erster Partner wird November der internationale Top-Hengst See the Stars zugeführt. Star-Jockey Frankie Dettori beginnt in Kürze seine Abschiedstournee. Ein knappes Jahr lang werden wir noch in den Genuss der Reitkünste des Italieners kommen. Starten wird seine letzte Saison dort, wo sie auch enden soll, in Santa Anita.